Anja und willkommen zu einer neuen Folge Geburt bis zum Tod im Roblox. Heute als Feen. Falls euch die Folgen gefallen und ihr gerne mehr davon sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann würde ich sagen, let's go! Ah, wie schön, die neue Saison hat begonnen und die Feenbabys müssten bald schlüpfen. Seid ihr hier drin? Vielleicht hier? Ist hier ein Feenbaby? Oh Mann, jedes Jahr wachsen die Feen aufs Neue. Hallo, ist hier schon was gewachsen? Ist hier ein Feenbaby drin? Wenn ja, komm jetzt schnell raus, weil es gibt gleich Mittag. Und ich habe hier wunder... Warte! Da ist ein Feenbaby! Hallo! Hallo? Oh, du bist neugeboren, oder? Ja. Bist du frisch geschlüpft? Ich bin frisch geschlüpft. Ah, wie schön. Hier, nimm erstmal diese Blumen. Die sind für dich. Willkommen in der Welt der Feen. Dankeschön. Gerne doch. Hallo. Wie geht es dir? Wie war deine Geburt? Blumig. Du wurdest aus dem Busch geboren, oder? Ja. Ja, wir Feen, wir entstehen durch Zauberstaub und Magie und Feen. Aber ich bin gar keine Fee, ich habe ja gar keine Flügel. Und Blütenstaub und Pollen. Du bist eine Fee, das sehe ich. Ja, das liegt daran, dass wir Feen erstmal unsere Flügel wachsen lassen. Du kannst doch nicht einfach mit Flügeln geboren werden, die musst du dir erstmal verdienen. Und wie verdiene ich mir die? Aber dafür magische Kräfte als Fee. Oh, cool, was kann ich machen? Das weiß ich nicht, es kommt darauf an, was für eine Fee du bist. Okay. Ob du eine Feuerfee bist oder eine Blumenfee oder eine Wasserfee. Ich will eine Blumenfee sein. Ich bin schon eine Blumenfee. Du bist eine Blumenfee? Was kannst du? Ich kann viele Sachen. Ich kann immer neue Blumen erscheinen lassen in meinen Händen. Aber was kann ich? Das werden wir rausfinden, was du kannst, kleine Fee. Was würdest du denn gern können? Ich würde gerne können fliegen. Das kannst du erst, wenn du Flügel hast, kleine Fee. Ich würde mich gut verstecken. Wo möchtest du dein Leben, kleine Fee? Wo leben denn Feen? Je nachdem, in Feenhäusern, in Blumen, wo sie wollen. Dann in einem Feenhaus. Okay. Soll ich dir ein Feenhaus zeigen? Ja. Okay, dann komm mit. Okay. Warte, vielleicht wäre es gut, wenn wir ein Auto nehmen, weil du ja noch nicht fliegen kannst, oder? Das stimmt, ich kann noch nicht fliegen. Alles klar, dann... Hast du das auch selber gezaubert? Das habe ich auch selber gezaubert, denn ich bin auch Taxifahrerfee. Hä? Ja, ich bin eine Taxifee. Eine, kann jedes eine Taxi Blumentaxifee? Genau, eine Blumentaxifee. Wo möchtest du leben? Neben dem Höllenhaus hier? Nee, nicht neben dem Höllenhaus. Da oben ist leider schon alles belegt, kleine Fee. Wir haben halt nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, du bist gar keine Taxifee. Wieso denkst du das? Ich bin eine echte Taxifee. Ich glaube, du bist eine echte Taxifee. Ich werde dir keine Kritikpunkte hören. Wir können hier einziehen. Okay, dann ziehen wir hier ein. So, alles klar. Willst du ein Feenhaus selber zaubern oder soll ich dir eins hinzaubern? Kannst du mir eins zaubern? Okay, warte. Es kostet mich viel Energie, ein Haus zu zaubern. Ja, nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Okay, ich konzentriere mich. Singst du immer, wenn du was zauberst? Oh mein Gott! Ja, siehst du? Mit meinen magischen Kräften entsteht hier ein Haus. Oh, okay, danke. Ist das nicht fantastisch? Das ist sehr schön. Und du hast sogar ein Pool, wo du schwimmen kannst. Oh, vielleicht will ich eine Wasserfee sein. Gibt's die? Es gibt auch Wasserfeen, aber solche gab es schon lange nicht mehr. Vielleicht bin ich ja eine. Vielleicht bist du eine Wasserfee, das wäre doch schön. Easy, ich sag's dir, ich bin eine Wasserfee. Ich weiß, du glaubst mir nicht. Du bist eine Wasserfee. Ich bin eine Wasserfee. Ja, ich bin auch eine Wasserfee. Ich bin wirklich eine Wasserfee. Was? Ich bin das Monster von Loch Ness und ein Yeti. Okay, du verstehst mich nicht. Ich bin eine Wasserfee. Ich wurde als Fee geboren auf einer Blumenwiese. Oh ja, ich wurde auch als Fee geboren. Und als Weihnachtsmann. Ich kam aus einer Blume und dann hat die Oberfee mir gesagt, dass ich meine Flügel erst krieg, wenn ich meine Kräfte weißt du, beherrsche. Dass alle dich für verrückt halten? Ich bin die Einzige, die dich noch halbwegs mag und du erzählst mir diese komischen Geschichten. Du davon, weißt, dass du eine Fee bist. Das stimmt. Warum glaubst du mir nicht? Wieso sollte ich das denn glauben? Weil ich eine Wasserfee. Ich beweise es dir. Ich beweise. Oh, pass auf, ich ja, beweise es dir. Mich okay. Hier auf dem Klo, okay? Okay, gucken, ich beweise es dir hier auf dem Klo. Kann. Okay, kein Problem. Ja. Bitte, okay. Also wenn du eine Wasserfee bist, dann musst du mich ja jetzt mit dem Klowasser vollspülen. Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht meine Kräfte gut geübt, aber ich versuche was. Oh, okay. Ich habe meine Kräfte noch nicht gut geübt. Wasser, wie hat die Oberfee das gemacht? Okay, sie hat... Wasser, Wasser, Wasser. Alles... Ist irgendwo Wasser? Es klingt, als wärst du wirklich auf Toilette. Ist irgendwo Wasser? Oh ja, hier in meinem Eimer ist Wasser. Ach Mann. Aber das war schon vorher drin. Hat das nicht geklappt? Hab ich doch gesagt. Hä?
hat es nicht Ronja. Okay. Mach dir nichts draus. Hier, nimm eine Packung Chips. Danke, ja, nehme ich mir. Ja, gut, dann gehen wir halt nach Hause. Du wolltest mitkommen zum Übernachten, oder? Ja, ja, würde ich gerne. Hast du dein Fahrrad dabei? Ja, Moment. Alright, let's go! Da, 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 da. Komm, du lahme Ente. Ich bin voll schnell. Warum? Also, ich bin safe schneller als du. Okay, du bist wahrscheinlich schneller als ich. Yes! Aber dafür bist du keine Fee. Ich bin ja keine Geschwindigkeitsfee. Vielleicht bist du eine Geschwindigkeitsfee oder eine Fahrradfee. Die Oberfee war eine Taxi- und Blumenfee. Ich habe einfach kräftige Oberschenkel und kann schnell strampeln. Okay, dann lass uns schlafen gehen. Okay. Cooles Haus hast du hier. Dankeschön. Schöner Jacuzzi. Ja, ich brauche halt, weißt du, überall Wasser. Das ist für uns Wasserfeen, ist das so? Magst du im Pool schlafen? Hier schlafe ich oft. Langsam reicht's mir. Okay, ja, du scheinbar Pool nicht. Okay. Ich schlaf hier im Wasserbett. Oh, ja, gut. Gute Nacht, Easy. Gute Nacht, Ronja. Oh nein, das ist gar nicht gut. Mein ganzes Haus ist überflutet. Okay, ich gehe mal zur Schule. Vielleicht ist die Easy da. Dann kann ich immerhin beweisen, dass ich tatsächlich eine Wasserfee bin. Weil das war ich, okay? Das habe ich gestern. Easy, da vorne. Hallo? Easy? Komm mal hoch. Das kann nicht jeder unter Wasser atmen. Was hast du getan? Ich hab doch gesagt, ich mache hier viel Wasser hin. Du hast mir nicht geglaubt, aber ich bin eine Wasserfee. Du hast einen Tsunami kommen lassen und da kommt noch einer. Wer kein Tsunami kommen lassen? Oh, kommt da noch einer? Oh nein, schon wieder. Okay. Dann zauber ich jetzt das Wasser zurück. Bitte unterbrich mich nicht. Ja, das ist ein wichtiger Konzentrationsprozess, okay? Okay, Wasser, geh hinfort! Hat's geklappt? Nee, noch nicht. Aber das hat letztes Mal war ja auch mit Delay. Vielleicht kommt es ja noch. Kein Problem, Easy, ich fix das. Mach dir keine Sorgen. Ich ertrink gleich. Ich hab das, gar kein Problem. Bin sowas wie ein Zauberer. Guck mal, du kannst hier auf die Schulter. Da bist du ja sicher. Bis der nächste Tsunami kommt. Bis der nächste Tsunami kommt. Ja, so die nächsten 5 Minuten. Der wird nicht kommen, weil ich hab's jetzt hier weggezaubert. Okay, jeden Moment ist es soweit. Da wird's verschwinden. Alles klar? Oder vielleicht müssen wir noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das war letztes Mal auch so. Ja, okay, dann gehe ich mal nach Hause. Okay, ich schwimme auch nach Hause. Wir sehen uns dann bald wieder. Mach's gut. Bis dann. Warum sollte ich jetzt herkommen? Zum Reiten! Auf den Pferden, ist das nicht schön? Und außerdem, weil du meinen Job übernehmen musst. Was? Ja, du bist jetzt neue Oberfee. Herzlichen Glückwunsch. Wie jetzt? Ich bin die neue Oberfee. Ich habe noch nicht mal meine Flügel. Ja, die kriegst du jetzt, okay? Ich gebe dir deine Flügel. Okay, wie kriege ich meine Flügel? Hier nimm sie. Wie jetzt hier nimm... Okay, warte. Ich steig kurz ab. Die wachsen dir schon gleich. Du musst nur deine Kräfte ausprobieren. Ja, die okay, wachsen dir schon von meine alleine. Kräfte, aber das letzte Mal... Du weißt, was passiert ist, als ich letztes Mal meine Kräfte ausprobiert habe. Das wollen wir nicht nochmal, diese Situation, das ist richtig, aber das passt schon. Du bist auf jeden Fall besser gewappnet als ich, denn ich bin okay, gar keine Taxi-Fee. Warte, ich konzentriere mich. Okay, konzentriere dich. Ja, super, du hast es gut gemacht. Habe ich? Oh mein Gott, ich habe Flügel. Oh Mann, du hast Flügel. Oh, jetzt habe ich auch meine Kräfte unter Kontrolle, jetzt kann sowas nicht nochmal passieren. So, bitte sehr, Glückwunsch, Blumen, Dankeschön. Ja, was ist eigentlich mit, also, wieso das Pferd? Ich dachte, du warst Taxifahrer. Ja, deswegen musste ich ja meinen Job aufgeben als Oberfee. Was? Ich war gar keine Taxifee. Ich habe da ein bisschen geflunkert. Du warst gar keine Taxifee. Was? Das kommt schon mal vor. Man kann sich mal irren. Wie, man kann... Also, das erscheint mir wie ein großes Irrtum. Aber was ist denn mein Job? Was soll ich denn überhaupt machen? Was macht man als Oberfee? Also, du musst die Feen in der Stadt anführen. Das ist nicht so schwer. Ich muss die Feen in der Stadt anführen. Wie viele Feen gibt es in der Stadt? Ja, so 2 bis 3. Okay, das ist nicht so viel. 2 bis 3 kann ich anführen. 2 bis 300. Ja, okay. 2 bis 300? Ja, das erkennt man aber auch nicht immer, weil manche sehen halt gar nicht so richtig aus wie Feen. Okay, und aber das ist nicht schlimm. Wieso soll ich das dann wissen? Also, das wirst du schon merken, denke ich mal, oder? Okay, was hast du denn zum Beispiel gemacht? Was ist so ein Tagesablauf von einer Oberfee? Worauf muss ich achten? Muss ich irgendjemanden kontrollieren, dass niemand hier Unfug anrichtet? Muss ich den Jungfeen helfen beim Finden ihrer Kräfte? Was ist mein Job? Ja. 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 Alles. Okay, und also 2 bis 300, du weißt genau, was du zu tun hast.
Ich super. Weiß gar nicht, was ich zu tun habe. Was ist denn das hier? Kann ich in Rente gehen? Ich will nicht, dass du in Rente gehst. Bitte, können wir wenigstens irgendein so ein Modell machen, wie du zeigst mir ein, zwei Wochen deinen Arbeitsalltag? Ich komm immer mit, ja, wohin du gehst. Das ist eine wunderbare Idee, aber leider muss ich jetzt los. Also, wir sehen uns. Mach's gut. Nein, ich komm mit. Ich will wissen, was ich machen muss. Du kannst mich nicht einfach allein lassen. Du kannst nicht sagen, ich bin Oberfee halt und auf einmal bin ich hier Oberfee. Dann begleite mich kurz, okay? Okay. Also, da sind wir auch schon mit unserem kleinen Reiterclub. Ist das nicht schön hier? Ja. Die beiden sind übrigens auch Feen. Aber die haben beide noch keine Flügel, ja. Okay, verstehe. Ja, und die lernen von dir. Auf jeden Fall. Ja, jetzt in Zukunft von dir. Also, es gibt 3 goldene Regeln als Feen. Komm mal mit hierher. Ich erkläre dir die kurz, okay? Gut. Regel Nummer 1. Du darfst Menschen keine Wünsche erfüllen, die sie verändern. Also du darfst niemanden irgendwie verändern. Also zum Beispiel niemanden zu einem Teufel machen oder zu einer Meerjungfrau. Sowas ist verboten, okay? Sowas ist verboten, alles klar. Ja. Du darfst doch niemanden zum Leben erwecken. Das ist Regel Nummer 2. Niemanden zum Leben erwecken, okay. Und Regel Nummer 3 ist, du darfst keine Schokolade essen als Fee. Was? Ja, das ist die schlimmste Regel, ich weiß. Wirklich? Ja. Ich habe mein ganzes Leben lang Schokolade gegessen. Darf ich jetzt Oberfee... ich will keine Oberfee sein. Kann ich es zurückgeben? Kann ich hier Lisa hier drüben Oberfee sein? Lisa hat den Vertrag nicht unterschrieben hier in meinen Händen. Ich auch nicht. Willst du noch mal sehen? Doch, ich meine, ich habe den deine Unterschrift ist. Schau doch mal rauf. Ich schaue gerne noch mal drauf. Ja, siehst du das Kleingedruckte da unten? Ich glaube, das hast du selber unterschrieben. Cheeseburger bestellt und in Wahrheit hast du den Vertrag unterschrieben. Ach, Ronja. Nein. Willst du noch mal nachlesen? Oh, hier, verdammt, ich erinnere mich an den Cheeseburger. Mann. Oh, toll, das war der letzte Cheeseburger in Freude. Danach gibt's nie wieder Schokolade für mich. Na, alles toll. Ronja, dann wünsche ich dir viel Spaß als neue Oberfee. Ja, danke für nichts. Mich. Ja, viel Spaß. Tschüss. Adieu. Ronja, du warst so eine tolle Oberfee für all die Feen in der Stadt. Wir werden dich alle so sehr vermissen. Ach, ich wünschte, du würdest noch weitere 200 Jahre leben. Es ist so traurig, dass du nicht mehr unter uns weilst. Ach, Mensch. Naja, wir können wohl nichts machen. So, das war's mit dieser Folge Geburt bis zum Tod. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt unbedingt einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen möchtet. Ansonsten vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine neuen coolen Videos mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!